Hallo, herzlich willkommen, liebe Kinder. Ich grüße euch zur Wurzelstunde und freue mich, dass ihr da seid. Wir lesen heute den zweiten Teil von Das magische Mal, Chaos in der Zauberschule. Seid ihr auch schon so gespannt wie ich? Wisst ihr denn noch, was letztes Mal passiert ist? Ja? Habt ihr gut aufgepasst? Wenn nicht, dann guckt ihr euch den Teil einfach nochmal an, schaut nochmal auf der Seite der Wurzelstunde oder in YouTube und schaut euch den ersten Teil nochmal an. Ganz kurz, es geht um Clarissa, Marlon und Elmar. Und das sind Kinder, ganz besondere Kinder, die gehen auf eine besondere Schule. Die fliegen da auch mit dem Besen hin, ist eine Zauberschule. Und die haben wie alle Kinder, fast alle Kinder, Schwierigkeiten mit Mathematik. Ja, und dann finden die Kinder eine Steinplatte, eine magische Steinplatte, und die hilft ihnen beim Einmaleins und bei Zaubersprüchen. Und was die Magisches kann, das ist unglaublich. Statt einer Mäuse tauchen plötzlich 20 Mäuse auf und solche Sachen. Also, es bleibt nach wie vor spannend. Beim letzten Mal hatten sie die Steinplatte ja dann noch vergessen im Klassenzimmer. Und der Hausmeister ist draufgekommen, dass sowas schon mal vorgekommen ist, dass plötzlich 20 Mäuse statt 50 und noch viel mehr Drachen da waren als geplant. Und da wollen wir jetzt weiterlesen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ganz viel Spannung und mir auch. Professorin Grimbaldi, meldete sich Herr Sauberlott zu Wort. Ich kann mich erinnern, dass an dieser Schule schon mal das Gleiche passiert ist. Ist schon lange her, bestimmt 50 Jahre. Da hatte ich gerade als Hausmeister hier angefangen. Sie mussten damals die Schule schließen, als der Zauberspruch mit den Drachen kam. Sind Sie damals nicht auch hier zur Schule gegangen? Professorin Grimbaldi guckte ihn streng an. Daran würde ich mich ja wohl erinnern, Herr Sauberlott. Der Hausmeister wurde rot. Natürlich, Frau Professor, ich gehe dann mal besser. Er schnappte sich den Karton mit den Mäusen und stapfte durch die Tür. Ich hätte schwören können, dass die Grimbaldi hier schon Schülerin war, als das passiert ist, murmelte er so vor sich hin. Er war so vertieft in seine Gedanken, dass er die drei Kinder gar nicht bemerkte, die sich hinter der Klassenzimmertür an die Wand drückten und die Luft anhielten. Marlon gab den beiden anderen ein Zeichen zu verschwinden. Herr Siberius und die Professorin würden sie bestimmt nicht übersehen, wenn sie gleich aus dem Klassenzimmer kamen. Die Kinder versteckten sich hinter einer Steinsäule und warteten, bis ihr Klassenlehrer und die Professorin den Raum verlassen hatten. Dann schlüpfte Clarissa schnell durch die Tür, um das magische Mal zu holen, während die Jungs draußen Wache hielten. Puh, alles ging gut. Wenig später standen sie schon wieder draußen auf dem Schlosshof. Am besten nehmen wir das magische Mal mit nach Hause und lösen das Rätsel nochmal heute Abend, schlug Clarissa vor. Marlon nickte. Wir sollten es in der Bibliothek lieber nicht mehr herausholen. Der Verstärkungszauber geht ja dann schon beim Üben los. Elmar war zwar ein bisschen beleidigt, weil er da nicht miträtseln konnte, aber er freute sich natürlich auch auf das Chaos, das das magische Mal morgen im Zauberspruchunterricht anrichten würde. Bestimmt hätten sie dann wieder den halben Tag frei. Spät am Abend saßen die Geschwister im Schneidersitz auf Marlons Bett, wickelten vorsichtig die alte Steintafel aus und lasen das neue Rätsel. Ich bin der Erste vom Dorf. Nimm die Stelle, an der ich stehe, mal mit der Stelle des Ersten von der alten Fee. Ups, habt ihr das verstanden? Ich nicht, ich lese es nochmal. Ich bin der Erste im Dorf. Nimm die Stelle, an der ich stehe, mal mit der Stelle des Ersten von der alten Fee. Hä? Marlon kratzte sich verwirrt am Kopf. Was soll das denn? Verstehst du das, Clarissa?
Aber seine Schwester sah genauso ratlos aus. Den Anfang, den verstehe ich ja noch, meinte sie. Die Stelle, an der der Erste vom Dorf steht, ist ja wohl der Erste. Also, die Erste. Aber was ist mit der Stelle des Ersten von der alten Fee gemeint? Na, dann vielleicht auch die Erste? Fragte Marlon. Also, einmal eins gleich eins. Clarissa machte ein zweifelndes Gesicht. Kommt mir irgendwie zu einfach vor. Vielleicht ist es genau das der Trick, überlegte Marlon, dass es einem zu einfach vorkommt, aber trotzdem stimmt. Seine Schwester war nicht ganz überzeugt, aber ihr fiel ja auch keine bessere Lösung ein. Du, was passiert wohl, wenn man eine falsche Antwort eingibt? Fragte sie. Was soll schon groß passieren? Marlon zuckte mit den Schultern. Komm, wir versuchen es einfach. Er zog die Steinplatte zu sich heran und schrieb in das Feld unter dem Rätsel eine 1. Einen Moment lang passierte gar nichts. Aber dann, es grollte und eine dunkle Wolke zog durch Marlons Zimmer. Es donnerte, blitzte und die ersten Regentropfen fielen. Clarissa und Marlon zogen sich schnell die Bettdecke über den Kopf. So sieht das im Kinderzimmer aus, wenn man die falsche Lösung eingibt. Das war ja wohl falsch, was? Marlon verzog das Gesicht. Aber jetzt wissen wir wenigstens, was passiert. Hier, guck mal. Aufgeregt zeigte Clarissa auf die Steintafel. Die Schrift leuchtete knallrot auf dem alten Stein. Denk nach. Du hast noch 2 Versuche. Plötzlich klopfte es laut an der Tür. Clarissa und Marlon zuckten erschrocken zusammen. Sie tauchten ganz vorsichtig unter der Bettdecke auf, als ihre Mutter den Kopf zur Tür hereinsteckte. Ich habe hier so ein lautes Poltern gehört. Alles in Ordnung bei euch? Fragte sie. Und warum ist hier denn alles so nass? Die Geschwister guckten sich um. Die Gewitterwolke war verschwunden. Wir mussten noch was für die Schule üben, stotterte Clarissa. Aha. Ihre Mutter nickte verständnisvoll. Ihr fangt ja früh an. Wetterzaubersprüche hatten wir damals erst in der 8. Klasse. Sie wedelte mit der Hand, murmelte einen Spruch und schon waren Bettdecke und Zimmer wieder trocken. Boah, danke, Mama, sagte Marlon erleichtert. Schon gut, aber jetzt macht mal langsam Schluss. Morgen ist Schule. Noch 10 Minuten und dann wird geschlafen, okay? Sagte ihre Mutter streng. Marlon nickte. Gute Nacht, Mama, rief er ihr nach. Als er sich umdrehte, blickte er in das grinsende Gesicht seiner Schwester. Jetzt sag nicht, du weißt es. Marlon kniff die Augen zusammen. Doch, ich weiß es, stellte Clarissa triumphierend fest. Wenn man erst mal draufkommt, ist es gar nicht so schwer. Man muss natürlich ein bisschen schlau sein und Marlons Kopfkissen landete in ihrem Gesicht. Clarissa kämpfte sich lachend darunter hervor. Willst du es wissen? Ja, jetzt sag schon, drängelte ihr Bruder. Also gut. Es ist die Stelle der Buchstaben im Alphabet gemeint, erklärte Clarissa. Der erste Buchstaben von Dorf ist das D. Und dann nimm die Stelle, an der ich stehe. Also A, B, C, D steht an der 4. Stelle im Alphabet. Marlon sah seine Schwester mit großen Augen an. Manchmal war sie wirklich super schlau. Das hätte er nie herausbekommen. Hey, cool! Dann ist der erste Buchstabe von Fee das F. Und das steht an
B, 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 an sechster Stelle, zählte er nach. Ja, und das müssen wir mal nehmen. Also 4 mal 6 und das gibt 24. Richtig, rechnete Clarissa nach. Schnell schrieb Marlon eine 24 auf die Steintafel. Begeistert beobachteten die Geschwister, wie das magische Mal in seinem Inneren erstrahlte. Sie hatten es geschafft. Das würde morgen wieder ein ganz besonders lustiger Schultag werden. Herr Sibelius war ein wenig nervös, als er am nächsten Tag vor seiner Klasse erschien. Was würde wohl diesmal passieren? Zögernd hob er den Zauberstab und gab seinen Schülern und Schülerinnen ein Zeichen. Schon schallten 33 Stimmen durch den Raum. Einmal 5 gleich 5, zweimal 5 gleich 10. Dort soll es gleich stehen. 3 mal 5 gleich 15, 4 mal 5 gleich 20. Rumfliegen kann's nicht. 5 mal 5 gleich 25, 6 mal 5 gleich 30. Es ist wollig, weißlich. 7 mal 5 gleich 35, 8 mal 5 gleich 40. Kleines Schäfchen, zeige dich. 9 mal 5 gleich 45, 10 mal 5 gleich 50. Wille, Wolle, Näschen, rümpf dich. Und da seht ihr wieder, wie die Zauberrolle aussieht. Fast so schön wie in eurem Mathematikheft. Waldemar Sibelius schloss die Augen und hoffte, dass diesmal alles gut gehen würde. Diese Hoffnung währte aber nur eine Sekunde, denn plötzlich erfüllte ein Höllenlärm das Klassenzimmer. Er wusste nicht, was lauter war: das Lachen und Kreischen der Kinder oder das Blöken der unzähligen Schafe, die sich auf einmal im Klassenzimmer drängelten. Es waren so viele, dass gar nicht alle auf dem Boden Platz fanden. Einige standen auf den Tischen, die anderen stolperten übereinander und über Schüler und über Taschen. Mach die Tür auf, brüllte Herr Sibelius über die Köpfe von Kindern und Schafen hinweg. Jemand muss die Tür aufmachen. Er kämpfte sich durch die wogenden, wolligen Rücken in Richtung Ausgang. Endlich hatte er die Tür erreicht und drückte die Klinke herunter. Die schwere Holztür schwang auf und eine Flut von blökenden Schafen ergoss sich in den Schlossgang. Da guck doch mal die ganzen Schafe, alle im Zimmer und guck mal, was das eine Schaf hier macht. Schafködel! Wird nicht das einzige Schaf gewesen sein. Herr Sibelius drückte sich gegen die Wand und versuchte, seinen nicht gerade kleinen Bauch einzuziehen, damit die Schafe ihn nicht mitrissen. Endlich waren die Tiere in den Verzweiggängen des Schlosses verschwunden. Schweißgebadet und mit zerzausten Haaren stolperte Herr Sibelius zurück ins Klassenzimmer. Entsetzt starrte er auf das Chaos, das die trampelnden und ködelnden Schafherde hinterlassen hatte. Ihm blieb nichts anderes übrig, als die Kinder wieder auf den Pausenhof zu schicken. Lachend und johlend folgten die Zweitklässler den Schafen. Clarissa, Marlon und Elma beschlossen, sich für eine geheime Besprechung in ihrer Lieblingsecke in der Bibliothek zu treffen. Kichernd liefen sie durch den riesigen Saal, der vollgestopft war mit Büchern und Zauberwissen aus vergangenen Jahrhunderten. Als sie gerade um das letzte Buchregal mit Hexenkunde des 17. Jahrhunderts bogen, blieben sie plötzlich verblüfft stehen. Was war denn das? Professorin Grimbaldi stand auf dem kleinen Tisch, an dem sie immer ihre Hausaufgaben machten, und tastete mit beiden Händen die Steine ab. Wo ist es denn bloß? Murmelte sie so vor sich hin. Ich bin mir sicher, dass es hier irgendwo war.
Das sah wirklich zu komisch aus, wie ihre Direktorin auf dem Tisch herumbalancierte. Marlon schlug sich schnell die Hand vor den Mund, damit er nicht laut prustete. Aber das kaum vernehmbare Geräusch war schon zu laut gewesen. Die Professorin hatte es gehört und schnellte erschrocken herum. Dabei verlor sie das Gleichgewicht und ruderte wild mit den Armen, um nicht rückwärts vom Tisch zu fallen. Gerade noch rechtzeitig sprach sie einen Schwebezauber aus, sodass sie sanft auf dem Boden landete. Marlon, Clarissa und Elma bissen sich auf die Lippen, um ja nicht in lautes Gelächter auszubrechen. Das sieht ja auch wirklich komisch aus, wenn die Direktorin ihr an der Wand klebt und auf dem Tisch balanciert. Was macht ihr denn hier? Fauchte die Direktorin wütend, nachdem sie sich aufgerappelt hatte. Warum seid ihr nicht im Unterricht? Die Kinder berichteten ihr kurz von der Schafherde, die durch das Klassenzimmer getrampelt war. Haben Sie was gesucht? Traute sich Clarissa dann zu fragen. Gesucht? Nein, nein. Warum denn? Antwortete ihre Direktorin etwas verunsichert. Ich habe nur mal geguckt, ob die Mauern noch alle stabil genug sind. Genau. Sie klopfte mit einer Hand gegen die Wand. Tadellos, die alten Steine, murmelte sie und verschwand dann schnell zwischen den Regalen. Die Kinder guckten sich verwirrt an. Was war jetzt das für ein Auftritt? Fragte Marlon. Clarissa zuckte mit den Schultern. Das sah ja fast so aus, als ob Frau Grimaldi nach dem Geheimfach in der Wand gesucht hat, oder? Elmar nickte. Unglaublich. Aber woher sollte sie davon wissen? Ich weiß, was wir jetzt machen, rief Marlon plötzlich. Clarissa und Elmar sahen ihn erwartungsvoll an. Herr Sauberlott hat doch gesagt, dass hier in der Zauberschule schon mal das Gleiche passiert ist. Erinnert ihr euch? Ja, klar. Elmar nickte und Frau Grimbaldi hat gesagt, sie wüsste nichts davon. Genau, stimmte Clarissa zu. Aber vielleicht weiß sie ja mehr, als sie zugeben will. Und wir werden jetzt mal ein bisschen in unseren alten Schulchroniken blättern. Marlon grinste seine Freunde unternehmungslustig an. Vielleicht erfahren wir da mehr. Super Idee, Marlon, lobte Clarissa ihren Bruder. Wirklich schlau. Nach kurzer Zeit hatten sie das Regal mit den Jahresbüchern von Schloss Simbalasblitz gefunden. Herr Sauberlott meinte doch, dass es 50 Jahre her ist, meinte Clarissa und ging an dem breiten Buchrücken vorbei. Dann griff sie nach einem Exemplar und versuchte es herauszuziehen. Aber sie brauchte noch die Hilfe von Marlon und von Elmar. So schwer war das sperrige Buch. Gemeinsam wuchteten die Kinder den Wälzer auf einen Tisch, wo er erstmal in einer riesigen Staubwolke verschwand. Das hat aber schon lange niemand mehr herausgeholt, sagte Elmar hustend. Marlon nickte. Sagte aber besser nichts, damit er nicht den ganzen Staub einatmen musste. Vorsichtig schlug er den ledernen Einband auf. Schulchronik der Zauberschule Simbalablitz stand auf der ersten Seite. Lass mich mal sehen. Clarissa schob ihren Bruder zur Seite und blätterte schnell durch das dicke Werk. Da! Sagte sie plötzlich und tippte auf eine Seite. Panik in der Zauberschule, das muss es sein. Clarissa begann aufgeregt, den Bericht zu lesen. Am Montag musste die Zauberschule vorübergehend schließen, nachdem beim Neuner Zauberspruch der zweiten Klasse plötzlich 90 feuerspeiende Drachen durch das Schloss irrten. Die Schülerinnen und Schüler verließen in Panik die Schule.
Guck dir das an, unterbrach Marlon seine Schwester und zeigte auf ein Foto weiter unten auf der Seite. Das Schwarz-Weiß-Foto zeigte verängstigte Kinder, die in alle Richtungen vom Schloss wegliefen, und im Hintergrund sah man riesige grüne Drachen auf der Schlossmauer sitzen. Puh, unheimlich, flüsterte Elmar. Den Drachen möchte ich lieber nicht begegnen. Die sehen echt gruselig aus. Das meine ich nicht, sagte Marlon ungeduldig. Hier, das Mädchen hier vorne. Das sieht doch aus wie Professorin Grimbaldi, oder? Nur ein bisschen jünger. Clarissa und Elmar beugten ihre Köpfe dicht über das Foto. Verdammt, du hast recht, rief Elmar. Klar, das ist sie. Und wieso hat sie dann gesagt, sie wüsste davon nichts? Clarissa runzelte nachdenklich die Stirn und starrte auf das Foto. Dann lachte sie plötzlich laut auf. Das ist ja wohl der Hammer. Natürlich hat sie nichts gesagt. Wieso? Was meinst du? Marlon sah sich das Foto noch einmal genauer an. Dann wusste er, was seine Schwester meinte. Aus der Jackentasche von Professorin Grimbaldi lugte eine kleine graue Ecke heraus, und diese Ecke kannten die Kinder nur zu gut. Das magische Mal, riefen die drei wie aus einem Mund. Sie hat es selbst gehabt, sagte Elmar ungläubig. Kein Wunder, dass sie weiß, dass was noch alles passieren wird, stellte Clarissa fest. Und jetzt ist auch klar, was sie hier in der Mauer gesucht hat, meinte Marlon. Sie wollte nachsehen, ob die Steintafel noch an ihrem Platz liegt. Wahrscheinlich hat sie das magische Mal selbst als Kind hier versteckt. Elmar guckte sich noch einmal das Foto in der Chronik an. Vielleicht sollten wir die Steintafel wieder zurücklegen, sagte er leise. Diese Drachen möchte ich lieber nicht herbeirufen. Marlon nickte. Und dann noch 90 Stück davon. Nein, danke. Wir können jetzt nicht aufhören, sagte Clarissa. Denk daran, was auf dem magischen Mal stand. Da stand, 10-mal musst du ein Rätsel lösen und dann sehen, was es tut. Und wenn du es schaffst, wirst du belohnt. Schaffst du es nicht, wirst du nicht verschont. Wenn wir die Steintafel einfach zurücklegen, wer weiß, was dann Schreckliches passiert. Marlon dachte an das Gewitter in seinem Zimmer, nachdem sie das Rätsel falsch gelöst hatten. Wisst ihr es auch noch? Gewitter im Zimmer. Wahrscheinlich hatte seine Schwester recht. Sie kam aus der Nummer nicht mehr raus. Boah, da haben wir uns ja was Tolles eingebrockt, murmelte Elmar. Dafür ist das Rätsel diesmal einfach, sagte Clarissa und las den beiden die neue Aufgabe vor. Zauberin Brodewig hat drei Kinder und zwei Hunde, und ihre Nichte ist zu Besuch. Heute braut sie einen leckeren Zaubertrank für alle. Sie liest in ihrem Zauberbuch, dass sie dafür so viele Kranichfedern braucht, wie es Finger im Haus gibt. Wie viele Federn muss der Kranich lassen? Wir müssen nur die Finger zählen. Elmar machte eine abwertende Handbewegung. Das ist doch einfach. Jetzt bin ich mal dran. Ihr habt ja schon die meisten Rätsel gelöst. Na, dann leg mal los, sagte Marlon, der froh war, dass er diesmal nicht selber rechnen musste. Also, wir haben die Zauberin, ihre drei Kinder
Und die Nichte, das sind fünf, zählte Elmar. Und jeder hat 10 Finger, richtig? Marlon und Clarissa nickten. Es sei denn, die Zauberin hat beim Schnippeln von ihren Zutaten einen verloren, grinste Marlon. Wir müssen also nur die 5 Menschen mal 10 Finger rechnen, das sind 50 Finger. Elmar strahlte die anderen an und griff nach seinem Zauberstab, um die 50 auf die Tafel zu schreiben. Halt, warte! Clarissa hielt Elmars Arm fest. Am besten schreiben wir es erst heute Abend auf, sonst können wir nicht mehr üben. Elmar nickte und ließ die Hand sinken. Noch so einen Verstärkungszauber würde ihre Direktorin heute wohl nicht mehr verkraften. Am nächsten Morgen wurden die Zauberschüler in ihrem Klassenzimmer nicht nur von einem schwitzenden Herrn Sibelius erwartet, sondern auch die Direktorin und Herr Sauberlott standen bereit, falls es wieder einen Zwischenfall geben sollte. Und den gab es natürlich, denn Clarissa hatte am Abend noch eine 50 auf die Steintafel geschrieben. Und wie jedes Mal hatte die magische Steintafel das richtige Ergebnis mit einem geheimnisvollen Leuchten bestätigt. Eine gespannte Stille lag in der Luft. Herr Sibelius atmete tief durch. Dann hob er mit zitternder Hand seinen Zauberstab, während Professorin Grimbaldi die Kinder eines nach dem anderen aufmerksam musterte. Aber natürlich konnte sie keinem ansehen, ob es das magische Mal in der Tasche hatte. Dann begannen die Schüler mit dem Sechser-Zauberspruch. Einmal sechs ist sechs, zweimal sechs ist zwölf, Himmel, Hammel, Hölf. Dreimal sechs ist 18, viermal sechs ist 24, Grünzer, Riechen, Ranzig. Fünfmal sechs ist 30, sechsmal sechs ist 36, Schwänzchen wackeln fleißig. Siebenmal sechs ist 42, achtmal sechs ist 48, kleines Schweinchen, müffle pfirzig. Neunmal sechs ist 54, zehnmal sechs ist 60, grunzel, kranzel, streck dich. Die Professorin hielt ihren Zauberstab bereit, um das Schlimmste zu verhindern. Es zischte und knisterte in der Luft. Funken stoben um die Schuldirektorin herum. Und dann purzelten mit einem Mal 60 Minischweine durch das Klassenzimmer. Aufgeregt quiekend wuselten sie durcheinander. Sind die süß? Rief Amanda und klemmte sich gleich eins unter den Arm. Könnt ihr mal gucken hier? Amanda klemmt sich gleich mal ein Schweinchen unter den Arm. Hier haben wir wieder die Mathematikrolle und die Schweinchen überall. Es strampelte verbissen, um wieder freizukommen. Auch die anderen Kinder hatten sich vom ersten Schreck erholt und bestaunten die Minischweinchen, die kaum größer waren als eine Katze. Frau Grimbaldi sah sich zufrieden um. Sicher, sie hatte den Verstärkungszauber nicht unterbinden können, aber immerhin hatte sie doch das Schlimmste verhindert, indem sie sofort einen Verkleinerungszauber angewandt hatte. Jetzt war es Herrn Sauberlots Aufgabe, die kleinen Schweinchen einzusammeln und aus der Schule zu bringen. Und es wäre vermutlich auch alles gut gegangen, wenn in diesem Moment nicht Frau Schrabnax, die Schulsekretärin, die Tür geöffnet hätte, um der Professorin ihren Morgentee zu bringen. Und was passiert da? Frau Schrabnax? Der fällt ja der Tee aus der Hand bei so vielen kleinen Minischweinchen. So aber stürmten die Minischweine wie auf Kommando aus dem Klassenzimmer. Frau Schrabnax
stand wankend in der Flut aus kleinen rosa Rücken und versuchte verzweifelt das Gleichgewicht zu halten, während sie mit einer Hand die Teetasse balancierte. Als das letzte Schwein um die Ecke peste, konnte sie es gerade noch fangen. Erleichtert schwankte sie in den Klassenraum auf die Professorin zu. Doch in diesem Moment befreite sich das Schweinchen auf Amandas Arm und stürzte den anderen hinterher. Mit voller Wucht prallte es an Frau Schrappnacks Beine, kugelte ein Stückchen zurück, rappelte sich wieder auf und rannte quiekend weiter. Nur die Schulsekretärin konnte sich jetzt nicht mehr halten und kippte nach hinten. Die Teetasse flog durch die Luft und ein Schwall heißer Tee ging auf Frau Grimbaldi und Herrn Sibelius nieder. Sofort wurde es mucksmäuschenstill in der Klasse. Aus weiter entfernten Teilen des Schlosses waren erschrockene Rufe und lautes Scheppern zu hören. Die Schweinchen waren unterwegs. Frau Grimbaldi, Herr Sauberlott und Herr Sibelius stürmten aus der Klasse, um die kleinen rosa Biester wieder einzufangen, bevor sie die ganze Schule ins Chaos stürzten. Sollen wir nicht helfen? Fragte Clarissa in die Runde. Die Kinder guckten sich unschlüssig an. Doch dann lief die ganze zweite Zauberschulklasse den Lehrern hinterher und ging mit ihnen auf Schweinchenjagd. Zum Schulschluss war dann endlich auch das letzte Schweinchen eingefangen und alle Kinder verließen verschwitzt und lachend das Schloss. Das war mit Abstand der lustigste Schultag, den sie je erlebt hatten. Siebtes Kapitel, siebter Zauberspruch, Siebel, Schreck und Düstermann. Lange hatten die drei Freunde diskutiert, ob sie die Steintafel nicht einfach doch zurücklegen sollten. Doch wie sie es auch drehten und wendeten, es blieb ihnen nichts anderes übrig. Sie mussten weitermachen, wenn sie nicht wollten, dass das magische Mal sie bestrafte. Und so saßen Clarissa und Marlon wie jeden Abend in den letzten Tagen über die Steintafel gebeugt und versuchten, das Rätsel zu lösen. Und das war diesmal gar nicht einfach. Sechs Kinder treffen sich zum Spielen. Zur Begrüßung gibt jedes Kind jedem Kind einmal die Hand. Wie oft werden insgesamt die Hände geschüttelt? Marlon kratzte sich am Kopf. Also, einfach sechs Kinder mal sechs Kinder? Fragte er seine Schwester vorsichtig. Sie schüttelte langsam den Kopf. Nein, das glaube ich nicht. Sie starrte lange auf das Rätsel und grübelte vor sich hin. Marlon saß neben ihr und wartete ungeduldig, ob seine Schwester zu einem Ergebnis kommen würde. Als sie nach ein paar Minuten immer noch nichts sagte, suchte er kurzerhand ein paar Kuscheltiere zusammen und setzte sie in einer Reihe auf das Bett. Was machst du da? Fragte Clarissa verwundert. Na, ich löse das Rätsel, sagte Marlon. Das hier sind die Kinder. Er zeigte auf den Teddy, den Elefanten, zwei Katzen und eine Eule, die geduldig dasaßen und warteten, was passieren würde. Das sechste Kind bin ich, erklärte Marlon ihr. Gute Idee. Clarissa nickte anerkennend. Ich glaube aber, ich habe die Lösung. Marlon machte ein enttäuschtes Gesicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, beruhigte sie ihren Bruder. Deswegen prüfen wir es auf jeden Fall mit deiner Kuscheltiermethode. Jetzt sag schon, was du denkst, drängte Marlon. Also, wir müssen 6 mal 5 Kinder rechnen. Denn ein Kind kann sich ja nicht selber die Hand geben. Und 6 mal 5 sind 30. Und davon nehmen wir die Hälfte.
denn sonst würden sich ja alle Kinder zweimal die Hand geben. Also ist das Ergebnis 15. 15 Mal schütteln sich die Kinder die Hände. Alles klar? Clarissa grinst ihren Bruder an. Klingt wirklich toll, aber ich verstehe gar nichts, gab er zu und grinste zurück. Jetzt versuchen wir es nach meiner Methode. Clarissa griff sich einen Block und einen Stift. Also los, ich schreibe mit. Marlon ging von einem Stofftier zum anderen und schüttelte die Pfoten. Und Clarissa machte 5 Striche auf das Blatt. Jetzt kommt der nächste, sagte Marlon, nahm den Teddy und drehte wieder seine Runde. Diesmal schüttelte der Bär dem Elefanten, den Katzen und der Eule Pfoten und Krallen. Das machte 4 Striche. Und so ging es weiter. Der Elefant begrüßte die Katzen und die Eule, also 3 Striche. Katze sagte Katze und Eule Hallo, 2 Striche. Und zum Schluss blieben nur noch eine Katze und die Eule übrig. Clarissa machte den letzten Strich. Und dann rechnete sie zusammen. 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 gleich 15. Die Geschwister sahen sich zufrieden an. 15 war das richtige Ergebnis. Schnell schrieb Marlon die Zahl auf die steinerne Tafel und die Geschwister konnten wieder den geheimnisvollen Lichtstrahl beobachten, der aus dem Innern des magischen Mals hervorbrach. Was der Verstärkungszauber wohl diesmal bringen würde? Am nächsten Morgen erschien Professorin Grimbaldi zusammen mit dem Klassenlehrer Sibelius. Sie sah so aus, als hätte sie in der letzten Nacht nicht besonders gut geschlafen. Liebe Schülerinnen und Schüler, begann sie und sah die Klasse eindringlich an. Ich vermute, dass jemand aus dieser Klasse eine alte Steintafel besitzt, die hier an der Schule für einiges Chaos gesorgt hat und vielleicht noch sorgen wird. Marlon spürte, wie sein Gesicht eine leicht rote Färbung annahm. Hatte die Professorin ihn nicht ein wenig länger angeguckt als die anderen Kinder? Könnte es sein, dass sie ahnte, wer das magische Mal besaß? Wer auch immer von euch die Tafel hat, ich bitte euch, sie nicht mehr zu benutzen, beschwor Frau Grimbaldi die Kinder. Gleich kommen einige Damen und Herren von der Schulaufsicht und sie blickte sich hektisch um, als sie lautes Geklapper auf dem Flur hörte. Und sie wollen selber ein Bild von den merkwürdigen Zuständen hier in der Schule machen. Also, weiter kam die Direktorin nicht. In diesem Moment sprang die Tür auf. Ein langer, dürrer Mann mit einem lila Umhang und eine kleine, dicke Frau mit einem grünen Umhang und einem riesigen Turm aus roten Haaren auf dem Kopf fegten mit schnellen Schritten ins Klassenzimmer. Guten Tag, Professorin Grimbaldi, begrüßten die beiden die Direktorin wie aus einem Mund. Frau Professor Siebelschreck, Herr Dr. Düstermann, herzlich willkommen auf Schloss Simbalablitz. Frau Grimbaldi zauberte sich ein Lächeln ins Gesicht und schüttelte den beiden wild die Hände. Eine tolle Frisur, Frau Professor Siebelschreck. Oh ja, schaut mal, eine wunderschöne Frisur. Oh, traumhaft. Ja, toll, nicht wahr? Eine Kreation von Harinaldi. Das hat ganz schön viel gekostet, das kann ich Ihnen flüstern, sagte Professorin Silberschreck und knetete an ihrem Haarturm herum. So. Dann wollen wir uns das Ganze mal ansehen. Am besten, wir kommen gleich zur Sache. Ein Verstärkungszauber treibt hier sein Unwesen, habe ich gehört.
Die Direktorin nickte. Ja, so sieht es aus. Nur hier in dieser Klasse? Fragte Herr Düster Schreck und fing gleich an, die Wände abzutasten, als Frau Grimbaldi abermals nickte. Herr Düster Schreck ist unser Experte zur Zauberaufspürung, erklärte die dicke Dame. Er findet so gut wie jede Zauberquelle. Oh, Marlon, Clarissa und Elmar guckten sich erschrocken an. Ob Dr. Düster Schreck auch das magische Mal finden würde? Nicht auszudenken. Clarissa drückte die Steintafel tief in ihren Rucksack hinein. Während Dr. Düster Schreck sucht, können Sie aber ruhig weitermachen, wandte sich Professorin Siebel Schreck an Herrn Sibelius, der die ganze Zeit über gar nichts gesagt hatte und nun gebannt beobachtete, wie der Herr im lila Umhang an der Steinmauer nach oben kletterte. Klebezauber, erklärte Frau Siebelschreck auf seinen verwunderten Blick hin. Bitte fangen Sie doch an. Herr Sibelius nickte ergeben. Also los, zweite Klasse, sagte er, erhob mit zitternder Hand den Zauberstab und unter dem misstrauischen Blick der Zauberschulaufsichtsbehörde sagten die Zweitklässler ihren Siebener Zauberspruch auf. Ja, liebe Kinder, und diesen Siebener Zauberspruch, den hören wir beim nächsten Mal. Und da erfahren wir auch, wie es weitergeht, ob das wohl gut ausgeht oder ob da noch mehr magische Dinge passieren. Ich bin gespannt. Ihr auch? Wenn ja, dann sucht euch im Kalender, wann der dritte Teil kommt. Von dem magischen Mal und dem Chaos in der Zauberschule. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und da hoffen wir doch, dass alles gut ausgeht. Das wünsche ich euch, das wünsche ich der Zauberschule und oh, der Zauberstab, der zittert hier auch noch rum. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße, bis dahin. Tschüss.